Danke. Ah. Eine Ach, reicht. Jaske. Ah. So. Danke. So. Ich würde sagen 16. Ja, ich glaube 8 reicht da bei denen. Ich glaube, so schnell müssen die nicht arbeiten. Wenn die wenigstens ein bisschen mehr arbeiten können als vorher. Was habe ich jetzt hier für einen Scheiß gemacht? So. Dum, dum, dum. So. Und wie weit bist du, Multi? Also die Kabel liegen jetzt, ist die Sache, wie ich sie anschließe. Okay, aber da kommst du mit klar, oder? Ja. Okay. Halt versuchen, keinen Kreislauf zu erzeugen. So. Wo bist denn du? Ich bin in der Mitte, in der mittelsten Hauptkabel. Oh, der großen oder was? Ja. Ja gut, dann müssen wir dann halt gucken, weil die Zentrale da noch hinkommt. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das dann vernünftig machen. Ah. Hi. Ja. Ach du Scheiße. Ja gut. Irgendwie will ich da gar nicht hingehen und mir das angucken. Alter, diese Kabel. Ich sind die schon angeschlossen, die Kabel, oder? Ich weiß, sie ist jetzt angeschlossen und das Lila habe ich mir jetzt auch noch. Ich ahne echt Böses. Was? Das sieht doch überhaupt nicht bescheuert hier aus. Flint, kannst du mal ganz kurz hier den letzten Rest verbinden? Was? Hä, verbinden? Ja. Wie? So, unten, das ist der Input. Stimmt, ja, mich solltet ihr auch in. Nein. Was da? Genau. Zack, das heißt, das Ding kommt jetzt auch auf Items. Du kannst dir mal überlegen, wie wir die mittlere Kiste, siehst du ja. Die müssen wir jetzt irgendwie sauber verbinden hier. Die Dia-Kiste. Genau. So. Nee, ich glaube eher oben und wir legen, glaube ich, eher die anderen Kabel nach unten, oder? Ist jetzt halt die Frage, wie das am besten aussieht. So, und 32 Upgrades sollten. Na ja, gut, auf der anderen Seite haben wir auch 64. Bin jetzt schon wieder das. Da komm, packen wir hier zwei Stacks rein. Sollte schnell genug sein. Ja, jetzt die Frage, wie machen wir das hier mit den Kabeln, weil das sieht ehrlich gesagt scheiße aus. Ja. Ich glaube, wir setzen die Kiste einfach ein tiefer. Kannst du das anschließen? Ja, da ist noch nichts drin. Ja. So, ich glaube, wir setzen die Kiste einfach ein tiefer. Verkleid aber bitte den Boden auch noch. Zumindest halt hier im Laufgang so 5 breit oder so. So? Genau. Mit denen? Ja, welches mir egal, ob du nun die nimmst oder die anderen. Es geht einfach nur darum, dass wir halt hin. Ja, weiter brauchst du gar nicht, das reicht. Einfach nur, dass wir da nicht die ganze Zeit drüber stolpern. Na, dann kannst du das Ganze noch eins tiefer setzen. Warum noch eins? Voll. Na egal, das ist einfach da. Ich wollte das denn jetzt von der Seite anzapfen. Warum auch immer ich das jetzt von unten gemacht habe. Warum willst du das von der Seite anzapfen? Wie hießen denn die scheiß Upgrade-Karten? Die was? Wireless irgendwas. Wireless Booster. Ach da. Oder die meinst du doch, ne? Ja. Gut. Ich wollte es von der Seite machen, weil dann können wir beides hier an der Seite machen. Das mache ich damit, weil dann kann nämlich dieses Kabel ein bisschen vernünftig hingelegt werden.
Weißt du, wie ich meine? Na gut. So, du darfst gerne auch mithelfen. Luck. So, und das andere wollt ihr jetzt auch noch einen tiefer legen. Die haben ME-Kabel einen höher und diese hier einen tiefer dann. So, und dann sollte gleich alles angeschlossen sein. Gut, das ist jetzt blöd, dann kommen wir da nicht mehr durch. Nein. Scheiße. Na, dann machen wir das so. Dann kommen wir hier wenigstens noch durch. So. Ach, stimmt. Nee, wir machen das anders. Wir machen das auch einfach nach unten, so wie du das eben auch hattest. Also bei den anderen gemacht hast. Fertig. Weißt du, wie ich meine? So. Und den Scheiß noch ein. Gut. Weil dann sieht das alles ein bisschen ordentlicher aus. Technisch. Ja, gut. So, verkleidest du wieder? Na. Danke. So. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das mit den anderen Kabeln jetzt machen, wie wir das jetzt alles verbinden. So, und der passt da schon, yep. Ups. Was ist über diesem Cover drüber? So. Nichts. Gott. Oh, sorry. Das heißt, jetzt sollte es hoffentlich schnell genug laufen. Hast du die ganzen Pulverizer alles schon alles richtig eingestellt? Ja. Cool. Ja, ich bin ja produktiv in der Zeit. Ja, das war's so wirklich. So, jetzt können wir die Maschine noch wieder anschmeißen. Kriegst ein Bienchen. Ja. Was? Kriegst ein Fleißsticker. Gut. So, einmal machst du die Boring-Maschine an, dann mache ich den Rest schon mal an. Die Heater. Einfach nur Frequenz, Boring-Maschine, ne? Diese hier nicht. Die Boring-Maschine, die DO auf der anderen Seite. Beim anderen Reaktor. Ja, Gott. Stand. Aber was? So, die Sampler müssen auch wieder an. Probieren wir mal hier hinten. Hier hinten sollte jetzt auch Empfang sein. So. Okay, yep. Yep. Wenn es denn klappt, werde ich Stück für Stück die. Was? Das Ding, erstmal zieht das so übelst viel Strom. Ne? Die der Puffer geht komplett leer. Der Reaktor läuft Vollgas. Dann. Produziert ja wieder viel zu viel Strom, schießt wieder hoch, also geht wieder fast aus und dann wieder ein Stückchen an. So, das heißt, wir haben jetzt überall zumindest in den vorhandenen Kuppeln vernünftig Empfang? Oder nur auf dem Viertelbereich? Also hast du auch hinten schon beim Laser und so weiter? Sind die Kabel alle angeschlossen? Ich habe keine Ahnung. Okay, da. Ja, ich wollte mir das aber nochmal eben kurz angucken. Also das Lagersystem verbraucht glatt 5000 EU. Bitte was? Und das System verbraucht auch glatt 5000 EU. What? Hä, das verbraucht 5000 EU. Achso, das sind... Ah, hab ich. Ach du... Oder ist das Storage, was der gespeichert hat? Das ah, nee, hier. Der hier verbraucht 240, würde ich schon sagen. Ja, ein bisschen viel. Okay. Und der hier 450, naja gut. Das ist aber trotzdem ganz schön viel. Naja. Ja, du wirst nicht wissen, wie viel Kabel ich gezogen habe. Sehe ich gerade. Wir haben 600 Kabel. Leckt der Server gerade? Naja. In etwas. Ja, ich sehe hier nur gerade seine Konstruktion. Habe ich schon schön gemacht, oder? Ist wirklich gut geworden. In der Hauptkuppel oder was? Ja. Müssen wir nur überlegen, wie wir hier das Kreislauf machen, ansonsten haben wir wirklich Lags. Gott. Okay, kann man mal testen, wie stabil der Server läuft? Nein, auf damit.
Dann kann Tobi wieder nie aufnehmen. Hä? Hast du wirklich... Also Boring Machine DD hast du angemacht. Hä? Was? No Boring Machine. Boring Machine DD musst du anmachen. Sag das doch. Ja, was soll denn daran anders sein? Die eine ist im Deep Dark, die andere ist in der normalen Welt. Ja, Gott. Alter, wie einfach mal das ME-System eiskalt leckt ohne Ende. Ja. Fuck. So, und jetzt sollte eigentlich hier wieder Erze mal ankommen, oder? Ja, jetzt kommen wir wieder Erze an. Guck mal an der Seite auf die Diagramme. Ja. Die schwanken noch so leicht. Bitte? Die Diagramme hier. Wie viel der produziert und so, oder wie voll der ist, die schwanken noch so ganz leicht. Also. Ja, vor allen Dingen, es geht mal hoch, mal runter. Ja. Was zum. Hey, wieso funktioniert das nicht? Wir haben irgendwo Denkfehler drin. Jetzt. Hä? Irgendwie stehen alle Maschinen gerade. Auf was für einer. Weil die keinen Strom bekommen. Doch, Strom bekommen die eigentlich. Wovon denn? Über was für eine Frequenz? Extraktor. Also, Strom sind die voll. Das ist nicht das Problem, die werden nur nicht entleert gerade. Oder es ist genau das Problem, was ich meinte. Dass der Tesseract im Prinzip die ganze Zeit voll ist. Vor allem jetzt, weil das über die gleiche Frequenz läuft. Tesseract ist einfach bloß rappelvoll. Ja. Fuck, das heißt, wir müssen uns da wirklich eigene Frequenzen für das alles machen. Ach du Scheiße, weil die Boring-Maschine hat ja, pumpt ja alles rein da gerade. Ja, machst einfach einen zweiten Tesseract und nennst den Items Verarbeitung oder wie? Ja, Items Pulverizer, nenne ich die Frequenz dann einfach. Haben wir noch eine wir müssen irgendwann mal uns wirklich überlegen, die Frequenz ein bisschen besser zu machen. So, Item Pulverizer. Hier bitte das gleiche. Und hier bitte das gleiche. Und das gleiche. Dann müssen wir beim ME-System das auch noch machen. Oder ob das ME-System nicht schnell genug wieder importiert, den Tesseract. Das kann eventuell auch sein. Die Kiste hier oben ist immer leer. Ja, ich meine, dass halt nicht schnell genug aus dem Tesseract rausgesaugt wird. In die Kiste rein. Ich glaube, daran sollte es nicht liegen. Nicht unbedingt. 64 Stück haben wir da reingepumpt, mal eben. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Tesseract. Wir brauchen eine Node. Und ein Stack-Upgrade, so wie... Oh, wir haben keine vier... Wir brauchen wieder Speed-Upgrades! Wer macht einer die freiwillig, oder soll ich die eben schnell machen? Es hört sich so an, als würdest du die machen. Ja, mache ich. So. Oh, ich glaube, ich habe hier drüben ein kleines Problem. Warum? Weil Flynn nicht seine Anlage. Laseranlage? Ja, weil die geht ja in den Boden rein und da geht jetzt genau der Wartungsschacht drauf zu. Ah, okay, dann lass den erst nochmal weg. Warte mal, das ist. Ne, das ist doch kein Mittelgang, oder? Doch, das ist genau ein Mittelgang, oder? Das Ding braucht so ziemlich den kompletten Platz der Kuppel. Also, auch im Mittelgang. Ich meinte damit jetzt eigentlich den, Dings, wie heißt's? Ob das halt ein komplett gerader Gang zum Dings hingeht, ja. Scheiße. Dann würde ich sagen, da unterbrechen wir den Kreislauf einfach. Dann kommen da keine Kabel hin. Zumindest von der Mitte her halt nicht.
Und fertig.